Das Spiel in Tokio im Vergleich zu Rio stelle ich mir insoweit vor, dass auf jeden Fall ja, wir nicht so viel Kontakt zu den anderen Sportarten haben werden, so wie in Rio. Und dass es wahrscheinlich ein bisschen gedämpfter alles abläuft, dass wir schon immer noch in unserer eigenen Blase umherziehen und versuchen schon, das Hygienekonzept einzuhalten, dass wir uns dann auch im Dorf nicht unbedingt anstecken und ja, wir alle auch wieder hoffentlich gesund nach Hause kommen. Ich versuche in Tokio meine bestmöglichen Leistungen zu bringen, indem ich mich erstmal auf die Mannschaftsboote konzentriere. Für mich sind erstmal der Zweier und der Vierer am wichtigsten. Klar ist der Einer in der Mitte von den Blöcken, aber trotzdem versuche ich mich dann kräftemäßig schon auf die Mannschaftsboote zu konzentrieren und den Einer dann ja schon wichtig zu nehmen, aber trotzdem nebenher laufen zu lassen. Ja, Ziel! Also es wäre schon schön und klar träume ich davon, wenn wir mit einer Medaille nach Hause kommen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es auch in allen drei Disziplinen dazu käme, aber ich denke schon, dass es für uns erstmal wichtig ist, vorne wieder mitzumischen und hoffentlich dann auch, ja, oben auf dem Treppchen zu stehen in allen drei Disziplinen. Ah, mir würden auch zwei oder eine Disziplin reichen. Allen drei Disziplinen eine Medaille mit nach Hause bringen würde. Gott, das wäre ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, ich würde es auch erstmal gar nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, ich sehe es auch erstmal ein bisschen gelassen und lasse es erstmal auf mich zukommen, bevor ich mich dann irgendwas verrenne und es dann gar nicht so wird. Deswegen sehe ich es erstmal entspannt. Ich würde mich freuen, wenn ich in allen drei Disziplinen eine Medaille mit nach Hause bringen würde, aber erstmal den Ball flach halten und schauen, was bei rumkommt. Ich fange mal hinten an bei Tina. Tina ist unsere Erfahrene im Boot, die auch ein bisschen Ruhe ausstrahlt und unser Motor hinten. Jule ist die Verrückte, die Junge, die mit ihrer, sag ich mal, ein bisschen naiven Art auch noch ein bisschen Lockerheit mit reinbringt und ab und zu auch mal das Team ein bisschen noch mit aufmischt. Melli ist genauso wie ich sehr selbstkritisch und perfektionistisch unterwegs, so dass wir dann auch schon versuchen, das Boot damit auch ein bisschen voranzutreiben. Und ich bin vorne, so wie Tina hinten, der Motor, die hoffentlich dann auch nochmal ordentlich Dampf an die Kelle bringen und mit unserer Erfahrung dann ja, nach vorne schießen.